Ja, alleine tanzen muss in Kiew ja nun wirklich niemand. So ein Song Contest ist natürlich auch immer eine große Party. Details dazu gleich von unserem Experten. Jana Burczeska aber, die sucht noch dringend einen Tanzpartner für das Halbfinale. Bisher hüpft sie nämlich noch ganz alleine zu ihrer schnellen Elektropop-Nummer. Für Mazedonien Dance Alone von Jana Burczeska. Also ich glaube, ich habe schon zwei Mittänzer für Jana Burczeska hier im Studio gefunden. Euch hat es gut gefallen, schließe ich daraus. Ja, das Abtempo, ne? Also ich tanze eh so, so gerne. Das heißt manchmal auch nicht so viel. Also lasst euch nicht von mir ablenken. Ich weiß nicht, ob der edgy genug ist, muss ich ehrlich sagen. Also ich mag den Song unglaublich gerne. Ich höre den gerne. Ja. Also ich höre den wirklich gerne. Mhm. Und er hat euch auch gleich an einen anderen Song erinnert, habt ihr gerade gesagt. Ikona-Pop. So hat mich ein bisschen why oder so hi und dann dieser Beat. Also sehr, sehr schön. Klingt halt wie sehr, sehr viele andere. Das ist auch schon wieder eine schwedische Komposition. Ich wollte gerade sagen, ja. Also wir hatten das hier in diesem Zusammenhang ja auch schon mal bei Serbien, dass wir über schwedische Komposition gesprochen haben. Das ist auch eine schwedische Komposition. Was ich schade finde an diesem Preview-Video, dass man so gar nicht einschätzen kann, wie die Künstlerin wirkt. Also man hat gar keinen Eindruck davon, wie sie aussieht, wie sie sich beim Singen im Gesicht, die Mimik, gar nicht. Und das ist natürlich jetzt ein Vorteil, dass die ganzen Länder so Preview-Videos machen, die hochproduziert sind. Und deswegen ist der Song in den Wetten, glaube ich, auch sehr hoch. Und mich hat mal interessiert, wie ist diese Frau? Wie wirkt die? Na, die hat ja bei Mazedonien sucht den Superstar, muss man ja dann wohl sagen, gewonnen. Und da gab es halt viele Auftritte. Und sie hat auch verschiedene Auftritte bei den ganzen Fanfesten jetzt auch schon gemacht. Und da fiel eben auf, dass es eben schwierig ist, diesen Song über 3 Minuten auf der Bühne zu performen. Das wird ganz schwierig, weil es ist ein Dance-Song, Abtempo. Bewegt sie sich auf der Bühne? Also bei den ganzen Partys hat sie sich eben kaum bewegt. Und das war schwach. Und auch stimmlich hat sie es nicht richtig durchgehalten, auch von der Präsenz nicht. Der Song ist toll. Und jetzt mit diesem perfekt produzierten Video haben sie einen Schleier drüber gemacht, wie sie auf der Bühne wirkt. Und das ist, glaube ich, gar nicht so dumm, weil diese Videos werden immer wichtiger. Die werden überall in allen Ländern gezeigt. Daraus bildet sich die vorherige Meinung. Die Wetten bilden sich darauf und die Berichterstattung im Vorwege. Also gar nicht dumm. Und vielleicht war den Verantwortlichen die Schwäche in ihrer Präsenz und Charisma schon bewusst, dass sie gesagt haben, wir müssen dagegen steuern. Wie kann man denn jetzt mal ganz spontan, das ist jetzt auch gemeint, aber wie kann man so eine Abtemponummer denn 3 Minuten inszenieren? Also wie würdest du rangehen daran? Würdest du sagen, sie tanzt die ganze Zeit oder sie steht im Zentrum und andere tanzen? Nein, also erstmal würde ich natürlich mit ihr trainieren und mit ihr, wenn sie singt, wenn das nicht so klappt, wenn ich merke, oh, sie braucht mehr Luft, würde ich mit ihr natürlich so 20 Minuten dreimal die Woche joggen gehen und sie singt dabei. Das ist ganz wichtig, damit man den Brustkorb öffnet, damit man nicht so wackelig ist. Einfach, dass man weiß, wenn ich stehe, dann läuft das sowieso. Und dann wäre es für mich sehr, sehr wichtig zu sehen, ist sie eine Tänzerin oder nicht? Kann sich Sachen merken, wenn sie es nicht kann? Ist es überhaupt nicht schlimm? Weil dann kann man immer so Signature-Move, sagen wir. Dann gibt es immer, sagen wir mal, bei ihr würde ich 2 Männer hinstellen, nicht mehr. Nicht mehr. 2 schöne Männer, oberkörperfrei. Ihr lacht, ich meine das ernst. Und dann, du musst alle locken. Und dann würde ich gucken, dass sie immer bei der Hook 2 Bewegungen mitmacht. Ganz klein, Understatement, wenn ihr das nicht so liegt. Damit man sieht, oh mein Gott, die haben ja alle zusammen trainiert. Die ist nicht nur auf die Bühne gekommen und singt und steht da einfach und kriegt keine Luft. Könnte man dich noch last minute engagieren, also falls die mazedonische Delegation das jetzt gehört hat? Ich bin der schwarze Blitz. Ich bin bekannt als schwarzer Blitz. Also liebe ESC-Delegation, wenn ihr noch jemanden sucht, hier sitzt jemand, der euch retten könnte. Da habe ich nämlich auch was gelesen. Letztes Jahr ist Poli Genova Vierte geworden. Und die war ja auch unfassbar sympathisch und eine tolle Performance. Und diejenigen, die Performance organisiert haben und kreiert haben, die sind auch für sie jetzt zuständig. Sehr wichtig. Insofern kann man da hoffen, dass da noch was kommt. Ja. Davon gehe ich aus, weil die haben Zeit. Abgesehen jetzt von der Performance, bewertet doch den Song bitte jetzt mal. Ja, sehr gerne. Jana Burczeska, ich gucke. Jana Burczeska. Ich gucke weg.
Ich möchte mich nicht beeinflussen lassen. Chiara M. schreibt, Mazedonien hat mich dieses Jahr sehr überrascht. Ein wirklich guter und moderner Song, jedoch hat mich ihre Live-Performance auf den Pre-Partys überhaupt nicht überzeugt und wird dadurch Probleme haben, ins Finale zu kommen, auch wenn sie noch eine der Favoritinnen ist. Also genau das, was Thomas auch gerade gesagt hat. Anne Latrine schreibt, schon ohrwurmig, erinnert mich soundmäßig stellenweise an Madonna oder die Humpe-Schwestern. Modisch sollen die 80er ja zurückkommen, warum dann nicht auch musikalisch? Whoop schreibt, Mazedonien hat für mich den besten Song aus Mazedonien ever. Ich mag es wirklich sehr. Live wird das eine Überraschung, wie es dargestellt wird. Studioversion super, 12 Punkte Orwo. Oh wow. Also ja, ganz durchaus sehr wohlwollende Stimmen hier unter unseren Usern. Jetzt bin ich gespannt, wie ihr abgestimmt habt. Und wir beide natürlich auch. Ja. Also Nikita hat angefangen. Eben. Spannend. Ja, das ist sehr spannend. 7 Punkte von Nikita, 10 von Thomas. Aber ich kann dich gar nicht lesen heute. Super. Ja, ich mache den Song. Ja. Ich sage ja so viel Kritisches, dann müssen die Punkte und dann, wieder genau, wohlwollend dann muss sein. Und das ist sehr gut, weil ich bin mir sicher, dass die Künstler auch alle irgendwelche Agenten haben, die gucken und Sachen sich anschauen und die weiß. Dann kriege ich massig Geschenke in Kiew. Erstens das, da gibt es tolle Geschenke in Kiew. Aber die weiß, die muss Gas geben. Mhm. Genau. Unsere User, die vergeben im Schnitt 7,9 Punkte für Mazedonien. Ah.